Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem Sims 2 Let's Play. Ich habe jetzt erstmal Willi hier ein bisschen Charisma lernen geschickt. Natascha, ja, malt und verkauft dann den Töpferteller hier und lernt dann ein bisschen kochen. Und genau, das Bild ist fertig. Oh, warte. Hä? Ich habe dir doch zuerst das zum Verkaufen gegeben. Ja, mal gucken. Dann machst du das mal alles. Du bist eh auch schon wieder sehr müde. Verdammt müde. Ja, ich hoffe nur, dass ich sie jetzt nicht irgendwie verbackt habe durch den Urlaub. Sie ist ja im Urlaub, ist sie ja schwanger geworden. Da ging aber dann die Schwangerschaft nicht weiter, weil sie halt im Urlaub war. Und mal gucken, wie das jetzt abläuft. So, wenn du das dann gelernt hast, den einen Skillpunkt. Oh, da hast du eh gar nicht mehr so viel zu lernen. Du auch. Achso, dann kann ich dich jetzt gar nicht. Warte mal, dann gehst du nachher gleich aufs Klo. Aufs Klo einschalten. Und dann kannst du ein bisschen trainieren. Hier, ich bringe mal ein bisschen deine hier Fähigkeiten auf Vordermann, würde ich sagen. Solange du noch arbeitslos bist. Und ich hoffe. Genau, ein Charisma-Punkt. Sehr schön. So, jetzt warte ich dann noch ein bisschen was ab. Da, ja, passt. Gut, mach mal deine Sachen. Und eigentlich, warte mal, du könntest dann eigentlich ein bisschen Seil springen, ne? Das reicht ja eigentlich auch schon für Athletik. Es reicht schon vollkommen für Athletik. Nur machst du das jetzt draußen, gell? Dann wird es sicher wieder kalt. Ach du Scheiße. Ja. Ich müsste mal gucken. Warte mal. Help. Ob ich sie nicht irgendwie zurücksetzen könnte. Error. Oh weh. Oh, okay. Sie fragt sich, ob sie schwanger ist. Ist sie leicht schlecht? Jetzt sind. Wieso? Muss ich das verstehen? Nee, gell? Reste nehmen. So, du wirst dann mal nach einem Job suchen, bitte. Mal gucken, ob da heute was für dich dabei ist. Vielleicht finden wir auch zufälligerweise einen Job für Natascha. Weil ich möchte ja eigentlich sie immer noch in einem paranormalen Job drin haben. Ich will das so haben. Ich will da keinen Ausweichen haben. Und ihn möchte ich eigentlich auch im Richterjob drin haben. Und ich mich... Oh, okay. Also schwanger ist sie auf alle Fälle noch. Das Kotzen macht ihr Freude und Spaß? Und gibt ihr Komfort? Habe ich irgendwas verpasst? Ich war eigentlich der Meinung, dass es viel unangenehmer ist, aber gut. Schau, jetzt hast du hier dein Zeug mal gegessen. So, Willi hält einen Körperpunkt für die Benutzung des Sprungseils. Wunderbar. So, dann kannst du jetzt gleich mal hier... Aha, okay, jetzt geht sie gleich nochmal kotzen. Du hast gerade erst gegessen. Also irgendwie tut sie mir ja leid, gell? Warte. Aha, okay, du suchst das jetzt schon. Musik, nein. Einen Teller nehmen. Damit du... Gamer, nein. Abziehen. Ja, das kannst du gerne machen. Bildung. Nein. Jetzt ist es kaputt geworden auch noch, gell? Militär. Nee. Medizin auch nicht. Okay. Also wir haben leider kein Buch, keinen Job hier jetzt gefunden. Leider Gottes. Kochen. Du nimmst es dann erstmal hier. Ein Sauberkeitspunkt. Wunderbar.
Ist das auch noch zu säubern? Nee. Nee, 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 nee. Ist nichts mehr zum Säubern. Okay. Was könntest du denn jetzt dann als nächstes noch angehen? Hier, Kreativität. Dann schicke ich dich mal. Gibt es auch noch was anderes als Kreativität? 2500 Punkte? Wieso? Oh je. Muss ich jetzt gleich nochmal kotzen gehen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Sie ist auch schon wieder richtig müde. Ja, mal gucken. So, genau. Du malst jetzt erstmal. Wenn du deinen Punkt hast, gehst du das mal bitte abspülen und die Reste stellst du weg. Genau, hier. Jetzt hast du den Punkt auch bekommen. Hawaii-Toast essen. Alter. Das ist so anstrengend mit dir. Räum mal die Sachen weg. Und dann sollst du mal noch mal eine Runde schlafen. Wenn du das dann fertig gemacht hast, wirst du das reinigen. Bevor ich die liebe Natascha resette, werde ich abwarten, ob sich jetzt dann in der Zwischenzeit noch irgendwas tut und sie automatisch so einen Babybauch bekommt. Sollte das nicht der Fall sein, bis. Okay. Ich möchte jetzt nicht in ihre Haut stecken. Ich will auch echt nicht wissen, wie viele Kinder sie bekommen, wenn sie so oft kotzen muss. Echt nicht. Falls das irgendeinen Einfluss hat. Ich weiß es nämlich nicht. Okay. Zum Glück sind wir hier ein bisschen tollpatschig ab und zu. Immer wieder mal, gell? Und können nicht trinken. So, du schläfst, du malst. Du bräuchtest eigentlich eh nur einen Fähigkeitenpunkt. Okay. Alter Falter. Ist das ekelhaft. Säubern, abziehen, das machst du dann auch mal bitte alles. Ich weiß, deine Frau hat das zwar alles angekotzt und so, aber sei ein netter Mann. Sei ein netter Mann und mach das mal trotzdem, bitte. So. Hygiene. Warum musst du eigentlich duschen gehen? Das verstehe ich nicht so ganz, aber gut, warte mal. Du bist jetzt eh auch wieder ausgeschlafen. Genau, Klavier spielen hätte er ja auch können, gell? Okay, wurscht. Du möchtest jetzt hier nochmal das Bett machen. Dann möchtest du hier nochmal einen Teller fertigen. Dann möchtest du wieder einen Hawaii-Toast essen, jemanden überreden, Grillkäse zuzubereiten, gegrillten Käse für Sim zubereiten. Aha, okay. Muss man das verstehen? Okay. Ah, sehr schön, sehr schön. Okay, sie ist nicht verpackt. Das ist außerordentlich toll. Oh je, ist sie krank? Oh, aha. Jo, so, du kannst dein Klo wieder benutzen. Du kannst hier die Dusche verwenden. Okay, also ich brauche sie nicht zu resetten. Das ist sehr gut. So, du brauchst hier noch ein bisschen, ja? Grillkäse essen. Dann ist halt nochmal ein Grillkäse, wenn dich das so glücklich macht. Grillkäse servieren. Oma super, super Hawaii-Toast hier. Ja, genau. Hat er auch schon wieder Hunger? Nee, gell? Er hat keinen Hunger. Ich würde gern haben wollen, dass du einfach nur
dein Bild hier fertig bekommst. Mahlzeit zu sich nehmen? Achso, eigentlich. Reste wegstellen. Warte mal, das machst du bitte vorher noch. Nib, Framenad, hallo! Frimling? Ja, genau. Dann kannst du das hier weiter zubereiten, bitte. Du räumst das dann weg. Und keine Ahnung, irgendwann wäre es halt mal cool, wenn ihr miteinander sprecht, so. Ha? Ja, nein, vielleicht. Oh, ey, da, 28 Simoleons. Wow. Das ist ja mal ein Hammerpreis für dieses Bild. Ah, das ist zum Säubern. 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 Ach, sie hat das jetzt nur für sich zubereitet? Ups. Das wollte ich so aber nicht. Okay, warte mal. Weglegen. So, ihr müsst jetzt euch mal unterhalten ein bisschen hier. Das kann so nicht weitergehen. Genau, nachdem du das dann verkauft hast, wunderbar. Dann kommst du mal hier zu deiner Schwangeren und streichelst gleich mit dem Bauch und mit Bauch reden und dann willst du sie romantisch küssen und keine Ahnung. Kannst du ihm überhaupt sagen, hier von Reisen erzählen, über gegrillten Käse sprechen? Über Hobby reden, Kochkunst? Okay, das willst du eigentlich alles gar nicht, ja? Ist ja blöd. Okay, über gegrillten Käse willst du sehr wohl reden. Wertschätzen, bewundern, pflegen. Fragen. Gefällt dir, was du siehst? Ja, okay, ihm gefällt das. So, dann werden wir nochmal Baby streicheln, Bauch streicheln, alles Mögliche. Dann werden wir hier über Musik und Tanz sprechen. Wir werden über Bastelarbeiten sprechen. Wir werden keine Ahnung, worüber alles reden. Eine Spielzeugwerkbank kaufen. Aha. Filme und Literatur. Also wir reden einfach viel. Oh, wir haben hier ein bisschen im Garten was zu machen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Haben wir hier sonst noch was zu machen? Angeln können wir leider noch nicht, weil der See noch immer zugefroren ist. Warum eigentlich? Sehen wir irgendwie, wie viel Grad es ist? Nee, gell? So, wir machen jetzt einfach gemeinsam hier Gartenarbeit und ja. Machen das mal. Wie, du bist schon fertig? Schlafen gehen. Alter, geht's noch? Nee, nix schlafen gehen. Wie wär's, wenn du jetzt noch hier mit einem Sim telefonierst oder mit mehreren Sims telefonierst, einfach damit du hier ein bisschen Freundschaften hast und so. Genau, mit ihr wirst du jetzt gleich mal plaudern. Da kannst du ja normal nicht so müde sein. Okay, sie ist auch schon wieder extrem müde. Aber sie hat die Ausrede, dass sie schwanger ist. Who's that? Sandra Franzen, okay. So. Das haben wir schön geschafft. Beschneiden. Also da hinten haben wir auch noch was. Ah, okay. Also das finde ich eigentlich irgendwie schade, dass das rausgenommen worden ist, weil so hat man wenigstens ein bisschen Gartenarbeit auch noch haben können und machen können. Und ja, Alex Kaltenbach. Nur plaudern.
Wobei man sagen muss, dass die Gartenarbeit an sich eigentlich eh viel Zeit in Anspruch nimmt. Extrem viel Zeit. Das muss man auch sagen. Außer man hat diesen Traktor, aber eigentlich sogar dann. So, warte mal, du bist fertig. Du kannst jetzt nochmal duschen gehen. Dann kannst du hier aufs Klo nochmal gehen. Du könntest dann nochmal hier etwas essen. Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn sie dann auch nochmal nach einem Job sucht. Louis Adler. Warte mal, wir haben hier Tuan Kraft. Das war doch eigentlich unser Freund, oder? Unser angeblicher Freund. Guter Freund, der uns hier Natascha vorgeschlagen hat und keine Ahnung, ja. Aber ich finde es schon wieder richtig super, dass ich weder für sie noch für ihn einen Job finde. Also bei ihr kam das ja noch gar nie, dieses Paranormale. Und bei ihm hatte ich zwar schon einmal diese Richteroption und ich hatte sie auch angenommen, glaube ich. Aber dann kam der Spieleabsturz. Und hat mir wieder alles zunichte gemacht. Ich hoffe nur, er macht mir jetzt nicht wieder alles zunichte. Oh, Freundschaft, sehr schön. Das heißt, wir werden jetzt gleich nochmal mit ihm plaudern, damit die Freundschaft gleich ein bisschen gestärkt wird, weil sonst kommt gleich am nächsten Tag: Ich habe schon lange nichts mehr von dir gehört, wir sind keine Freunde mehr. So. Ja, Musik, das sind die gleichen Dinge wie er, nur mit anderen Stufen. Ja, ich bin auch müde. Gleich wie du. Aber du kannst im Gegensatz zu mir gleich schlafen gehen. Ich weiß auch nicht, ob das viel Sinn hat, wenn ich jetzt einfach mal einen Job anfange und dann suche und so. Ich habe keine Ahnung. Das mit der Jobsuche. Ja, nee, lassen wir das. Geh schlafen. Tu dir selbst einen Gefallen und geh einfach schlafen. So, du gehst dann noch was essen und dann gehst du auch schlafen. Ein bisschen gequatscht habt ihr ja miteinander. Und sie sollte dann eigentlich auch wieder mal Leute anrufen, gell? Hier mit Juan Kraft sollte sie reden, mit Sergej, mit Angie, mit den anderen alle. Alter Falter. Alter Falter. So, das nimmst du gleich nur das hier. Paula Adler. Hanna Glocke. Luna. Linda Gong. Also, Natascha kennt einige Leute, das muss man schon sagen. Ah. Gegrillten Käse für Sim. Aha. Ey, ernsthaft jetzt? Okay, warte mal. Jetzt teste ich das mal aus, was mir gesagt worden ist. Du schaltest den hier mal ein. Genau, und dann isst du das. Ah, ist das jetzt Buggy oder was? Jedes Mal, wenn er anfängt. Lol. Wie geil ist das denn? So, du bist ja hoffentlich jetzt nicht mehr müde, ha? Huh? Wir haben dich unter Beobachtung, Willi. Aha, so, jetzt sehen wir das mal. Bam. Aha. Okay. Es funktioniert sogar wirklich. Ich meine, nicht, dass ich jetzt gedacht hätte, ja, das ist ein Schwachsinn. Es ist eigentlich eh logisch, weil die Sims fühlen sich bald mal durch irgendwelche Geräusche gestört. Aber ich hätte mir trotzdem nicht gedacht, dass es so einfach ist. Schau, komm, du hast es jetzt eh bald geschafft hier.
Ja, siehst du, jetzt kannst du dann ausschalten und schlafen gehen. Brav, gut. Ja, dann werde ich jetzt hier einen Cut machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und ja, bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao.